Meine sehr verehrten Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rainbow Six Siege. Mein Name ist Allison Burger und wir spielen immer noch locker, haben gleich mal ein passendes Spiel gefunden und nach der doch eher so bitteren letzten Runde hoffen wir, dass es diesmal besser wird. Ja, gerade eben habe ich euch gezeigt, meine Quest, 25 Kills machen, 8 haben wir schon. Heute habe ich schon 2 Runden aufgenommen mit jeweils 4 Kills. Keine sonderlich gute Leistung. Wobei, eine Runde war dabei. Da haben wir ein bisschen geruled. Und danach hat unser Team übelst verkackt mit 2 Teamkills. Bei dem einen musste ich mich dann beherrschen, ihm nicht auch noch einen zu verpassen. Und ansonsten, ja, lief eigentlich ziemlich gut. Mal gucken, wie viele Runden es jetzt hier noch gibt. Und vielleicht machen wir heute noch die ein oder andere Ranked-Runde. So, letzte Map war Haus. Jetzt haben wir wieder Haus, nur andere Tageszeit. Diesmal dürfen wir bei Tag einsetzen. Und wir haben diesmal nicht Bereich sichern, sondern Bombe. Die andere Bombe ist dann logischerweise da hinten. Dann können wir uns hier auch ein bisschen verstecken, ne? So, hier hinter ist gut. Ich kann halber drüber sehen, aber die können mich... Ich hoffe mal, dass sie mich nicht so gut sehen können. Es gibt viele Sachen, die ich einfach mal mit dem Kollegen ausprobieren muss, aber da wir Ostern haben, sind die alle bei der Familie und ich bin der Einzige, der irgendwie noch zurückgeblieben ist, also nehme ich einfach ein bisschen auf. Oh, oh. Entschärfer ist jetzt gesichert. Rück zur Bombe vor, und entschärft sie. Das ist Frost. Dafür war die Opferung jetzt wert. Dass die wissen, dass er eine Frost ist. So, meine Lieblingstaktik ist, den Bombenkoffer irgendwo da vorne zu planten, aber mit einem, ja, so einem Team ist das schwierig. Jetzt gucken wir mal kurz. Oh, die scheinen hier... Ja, wie zu erwarten, da ist einer. Oh, wir können hier aufmachen. Schnellladung fertig. Bereit machen für Durchbruch. Ich habe einen entdeckt. Du hast den Entschärfer. Das ist Puls. Nee, die haben keinen Puls. Die haben mich einfach gehört. Wie krank. Oder die haben Warlag. Aber wie konnte mich der denn jetzt hören? Ah, Manu. Nur noch ein Gegner übrig. Haha. Geschieht euch recht. Du hast ihn gesehen. Du hast ihn gesehen. Du warst mit der Maus sogar drauf. Gegner eliminiert, eigener Trupp erfolgreich. Bist du bereit für die Englischklausur morgen? Na, but hello! Voll geil. So, wir spielen wieder Frost. Lovely Champion. Ja. Your 4th recent emoji is your reaction. Tja. Wir haben immer noch Ostern. Also, es ist meine 3. Aufnahme an diesem Ostersonntag. Gerade macht doch Bock aufzunehmen. Müssen jetzt mal gucken, wie viel wir heute aufnehmen. Also die Mission wollte ich irgendwie hinkriegen. Das ist auf jeden Fall. Wir machen erstmal hier vorne dicht. Also das ist natürlich klar. Das ist hier wohl klar. So, die Bombe da hinten. Ist auch in Ordnung, wenn man die weniger hart absichert. Der hat damit jetzt nur eins gemacht. Gerät ist in Position. Wand verstärkt! Nur noch 10 Sekunden. Es bleiben 5 Sekunden. So, die Drohne habe ich nämlich gehört. Die
Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Eine haben sie, das heißt, die andere haben sie nicht. Und wir setzen... Wo setzen wir denn unsere Falle hin? Ah ja, komm. Einfach nur, damit sie sich damit beschäftigen müssen. Lege Willkommensmatte aus. Oh je, keiner ist bei B drin. Na komm. Lol, ich habe mich damit selber fast getötet. Das war jetzt nicht so ganz klug. Das war sogar saumäßig dumm. Um es mal auf den Punkt zu bringen. Das war richtig dumm. Sind die schon vorne drin? Oh je. Oh, ich hab sogar einen damit noch bekommen. Ich hätte damit einen bekommen. Tatsache. Einer müsste down sein. Ey, komm, was macht denn alles in, alle in den oberen Etagen? Runter, runter. Die sind da vorne einfach reinspaziert, ohne dass sie das gekümmert hat, großartig. Ein Gegner verbleibt. Kann man das hier irgendwie... Gegner eliminiert mit Nice. Runde 2 gewonnen. Wieder Bug. Auch wenn die erste Runde ja schlecht war, wenn wir noch keine Kills gemacht haben, aber das können wir ja noch ändern. So, learn how to have fun without alcohol, talk without cell phones, love without conditions, smile without selfies. Yo. My brother from another mother. So, der eine hat schon 5 Kills, das ist natürlich ein bisschen besser als ich. Dafür, dass wir heute Tagesziel haben, die Mission zu erfüllen, sind wir momentan noch nicht optimal dabei. Also unseren Durchschnitt von 4 Kills werden wir vermutlich nicht hinbekommen. Dafür spielen wir heute einfach viel zu scheiße. Hab mich zweimal easy abrippen lassen, immerhin haben wir es geschafft, einmal... Oh, jo. Möglicherweise sollten wir versuchen, die untere Bombe zu nehmen. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Einfach aus dem Grund, 5 Sekunden bis zum Einsatz. Die wird nicht so überwacht. Das ist einfach Tatsache. Das ist so im Durchschnitt weniger bewacht wird. Und entschärft sie. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Entschärfer ist jetzt gesichert. Sprengsatz scharf gemacht. So, hier machen wir mal gleich auf. Sprengladung scharf gemacht. Streusprengsatz einsatzbereit.
Entschärfer muss zurückgeholt werden. Entschärfer wurde zurückgeholt. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Entschärfer ist jetzt gesichert. Hauptsache weg mit dem. Ein bisschen Backup geben. Bereit zum Durchbrechen. Entschärfer ist aktiviert. Beschützt ihn um jeden Preis. Wenn einer auf die Idee kommt, von hier zu kommen. Na komm. Komm. Ein Gegner verbleibt. Irgendwas muss er machen. Gegner eliminiert, eigener Trupp erfolgreich. Jo, da ist er gekommen. Ich. Ein Kill, immerhin. Ein Kill. Dann sind wir jetzt schon bei 9. Sehr nice. Immerhin makelloser Sieg. Starkes Team haben wir diesmal gehabt. Kurze Runde. Immerhin etwas. 3105 Erfahrung, 259 XP. Jo. Was will ich mehr, ne? Also, an der Stelle, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn's wieder heißt, Let's Play Rainbow Six Siege. Ciao.